Nein, zwei Sprossen bis zum Tod. Am Samstag, den 4. Dezember, war ich Bertram Kluge auf einer Party von einem Freund. Cindy ist mir sofort aufgefallen, war schon ein schön heißer Feger. Doch sie wollte mich nicht. Ich ging rein, probierte mich abzulenken von diesem Korb. Dann sah ich Uli und Cindy. Sie tanzten. Sie tanzten. Und sie redeten und redeten und redeten. Und sie knutschten. Ich war verdammt wütend. Sowas mit mir abzuziehen war mies, mieser als mies. Ich hatte einen Plan. Als Cindy schwimmen ging, abends passte alles perfekt. Ich folgte ihr ein wenig später zum Pool. Cindy sprang. Ich beobachtete sie und ging ganz unauffällig zur Leiter. Ich stellte mich vor sie und zack, war sie weg. Cindy schrie um Hilfe, doch keiner hörte sie. Und ich blieb hart, es war perfekt, sie hat ihre Rache bekommen. Cindy war tot.